So, Beeren kochen. Damit wir immer schön was zu essen haben. Können die Nahrungsmittel eigentlich verderben? Wenn ich sie gekocht habe? Das weiß ich nicht. Eigentlich wäre es logisch. Ja, wie das mit dem Schlafen. Das ist ja genauso logisch gewesen. Fatal wäre es, muss ich ja sagen, wenn das wirklich passiert. Ah, im Moment, meine Pilze wollte ich noch kochen. Fällt mir gerade auf. Ich teste den mal an. Oh, das hat sich anscheinend negativ auf meinen Zustand ausgewirkt. Ja, dann esse ich die mal direkt auf. So, dann weiß ich, dass ich die Dinger erstmal nicht anfasse. Ich glaube, die braucht man... Da muss man echt kombinieren, glaube ich. Muss man, glaube ich, echt kombinieren mit anderen Sachen, damit die Pilze was bringen. Schön essen, komm. Ah, Feuer. So. Ja, das wird ja ein Spaß im Winter dann, ey. Da war ich gerade mal wagemutig und hab nochmal schnell ein bisschen Gras geholt. Ein bisschen Gras muss sein, ne? Das haben wir ja in den letzten Folgen. Ich weiß ja immer nicht, in welcher Folge ich bin. Das ist ja ganz schlimm. Manche Let's Player machen sich da ja immer so viel Arbeit, indem sie irgendwie da eine Uhr sich hinstellen und dann immer sagen, die Folge ist zu Ende. Also für mich, ich finde das irgendwie unpraktisch. Ich weiß nicht. Also dann muss ich ja immer gucken, wie viel Zeit ist vergangen. Und wenn ich so im Spielfluss bin, ich weiß nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wenn ihr natürlich wollt, dass ich immer jede Folge abmoderiere. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht so eine Abmoderation einfach aufnehme und dann einfach da dranhänge, aber dann ist es auch irgendwie komisch, wenn ich dann mir selber ins Wort falle damit, wenn ich dann eine Abmoderation bringe jedes Mal, die immer voraufgenommen ist. Ich weiß es nicht. Also da muss ich noch meinen Stil irgendwie finden. Da habe ich meinen Stil noch nicht so richtig gefunden. Das kann aber noch, kommt aber bestimmt noch. Also momentan blendet es halt einfach aus. Ja, oder ein Telefon klingelt, wie wir es da auch schon mal hatten, und dann ist halt die Folge zu Ende. Ja. Was kann ich eigentlich mit dem Spaten machen? Mal so ganz blöd. Also, ich kann natürlich damit graben, ja, das ist klar, aber warum, was bringt mir das, ja, wenn ich mit dem Spaten grabe, was bringt mir das? Das weiß ich nicht. So, ich lege jetzt kein Feuerzeug mehr nach hier. Ich warte jetzt, bis der Tag anfängt, bis... Das sollte doch klappen, oder? Na komm. Fang an. Komm. Jawohl. So, erstmal jetzt auf die Karte gucken. Ich gehe mal jetzt hier nach links. Nach links unten. Erscheint mir sinnvoller gerade. Als da wieder nach rechts zu gehen. Saving. Sehr gut. Diesmal sammle ich mal keine Samen. Die bringen eh nicht so viel, glaube ich. Die bringen mir eh nicht so viel. Aber ich muss mal ein bisschen Holz hacken, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ah, komm. Fall um, genau. Ich habe ja schon ordentlich viele Bäume gepflanzt. Was ist das denn? Manchmal seht ihr das? Manchmal ploppt immer sowas mitten vor mir auf. Also so irgendwie ein Pop-up oder so. Keine Ahnung. So eine Schrift ist das. In den Aufzeichnungen ist mir das auch schon aufgefallen, dass das ab und zu mal passiert. Ich weiß aber nicht, was das ist. Woher das kommt. Es hat vielleicht was damit zu tun, dass ich das Spiel im Fenstermodus spiele. Naja, wer da eine Idee hat, ja, immer melden. Ich habe da nämlich gerade überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Ja, hier ist ja mal richtig karg. In der Gegend hier. Gibt's ja gar nichts. Gras. Gras. Gras ist so wichtig.
Boah, ich krieg immer jedes Mal so einen Schreck, wenn diese Bäume wachsen. Denke ich immer, dieser Baumtyp kommt und will mir ans Leder. Ich weiß, es ist natürlich nicht so, aber trotzdem. Es ist jedes Mal. Kriege ich da einen minimalen Herzkasper. So, ich brauche Gold. Dann kann ich meine tolle Science Machine bauen. Da war der Typ, der so ein bisschen... Ah, jetzt lege ich mal hier die Falle aus. Dann hat sich das... Ja, Moment, dann habe ich wieder nicht genug Platz, wenn ich dann Gold finde, wenn ich dann das Karnickel mit mir rumschleppe. Nee, ich brauche erst baue ich die Science Machine. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Erst brauche ich die Science Machine, aber ich finde irgendwie keine Steine hier. Es ist irgendwie ein bisschen karg hier alles so. Also ich meine, wenn man Steine sucht, ist karg natürlich super, aber hier ist irgendwie weder das eine noch das andere. Hier gibt es irgendwie nur Bäume und da mal ein bisschen Gras so. Ist irgendwie hier nicht das Gelbe vom Ei, wo ich hier gerade bin. Ich sollte vielleicht auch mal nach links gehen. Ich komme da schon wieder zu weit nach Norden. Ich gehe vielleicht nicht so gerne in so eine extreme Himmelsrichtung, weil da weiß ich immer nicht, ob dann da irgendwelche Bewohner sind, wie diese Hunde da, die mir dann wieder ans Leder wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass je weiter man sich vom Kartenzentrum entfernt, die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass man feindliche Lebewesen trifft. Na komm, nimm es auf. Manchmal ist ja auch doof. Ich klicke drauf. Ah. Dann lassen wir mal hier diese Axt hier, würde ich sagen. Und nehmen uns mal die frische Axt. Ja, 12. Da habe ich eine Axt mit 10% gegen eine Axt von 12% eingetauscht. Aber hier sind Bretter. Na gut, die kann ich aber momentan noch nicht benutzen. Ich habe auch nicht genug Platz für die Bretter. Das ist halt das Problem. Es bringt mir also überhaupt nichts. Ich brauche Gold. Ich brauche einfach Gold. Schnell auf die Karte gucken. Ah ja, okay. Ach, ich brauche Gold, Leute. Ich brauche Gold. Mann, in der letzten Karte, wo ich da war, ja, da war so viel Gold. Auf einen Haufen war da nur Gold gewesen. Und jetzt ist hier nichts, ey. Jetzt dauert das hier wieder ewig, bis ich hier mal Gold... Ah. Oh, it's getting late. I need to make a fire. Und noch kann ich hier rumlaufen. Das nutze ich auch aus. So. Ha! Moment! Moment! Da habe ich doch was gesehen gerade. Was Schönes habe ich da gesehen. Moment. So, gehen wir mal hier hin. Hier hin. Okay, das kann ich auch bauen, ohne dass ich eine Science Machine habe. Das ist ja super. Das ist natürlich richtig gut. Ich dachte, da brauche ich unbedingt eine Science Machine für. Okay, das ist ja super. Perfekt ist das geradezu, würde ich sagen. So, da habe ich doch das schon mal gegessen. Das ist gut. Paar mehr Möhren kann ich auch schon mal ein bisschen brützeln, meine ich, wollte ich sagen. Und dann habe ich Sprechdurchfall gehabt. Samen? Ja komm, ach komm. Nehmen wir die auch mal. Die können wir direkt auf den Grill schmeißen. Oh, und direkt essen. Ja, super. Jetzt brauche ich nur noch Gold. Dann freue ich mich. Dann ist das Leben perfekt. Und ein bisschen hier ein bisschen was pflanzen ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. So. Dass der Geist des Waldes mir nicht auf die Ketten geht.
Ja, wäre natürlich schön, wenn ich jetzt schlafen könnte. Aber leider kann ich nicht schlafen, weil ich keine Straw Roll dafür habe. Was eigentlich irgendwie ein bisschen unlogisch ist, dass man für eine Straw Roll eine Science Machine braucht. Moment, nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Nicht, dass man das einfach so... Straw Roll. Use a Science Machine, ja. Verzeihung. Ja. Ein bisschen unlogisch finde ich das ja. Ich meine, was muss man denn bitte erforschen, um sich eine Strohrolle machen zu können? Ja, mal ehrlich. Mal so, nur so unter uns, ja. Also, ich verstehe das nicht. Wie man dann die Strohhalme zusammenflechtet oder was. Das ist mir irgendwie... Naja. Ist okay. Ich will mich nicht aufregen, ja. Ich reg mich nicht auf. Ist alles gut. So, jetzt ist der Tag wieder... Ups. Ja. Jetzt ist der Tag wieder angebrochen. So, jetzt muss ich mir merken. Moment, ich muss schnell auf die Karte gucken. Ah, ja, okay. So, das kann ich mir gut merken, wo das ist. So, jetzt gehe ich mal wieder da nach links oben, weil das sah relativ gut aus. Das sah wirklich relativ gut aus. In Bezug auf Gold. Entschuldigung. Manchmal klicke ich drauf und dann macht er nichts irgendwie. Also das ist ganz komisch. Aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt jetzt. So, da gehe ich nicht rein. Wer weiß, was da auf mich wartet oder lauert. Ja, Gold. Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Gold. Jetzt kann ich nämlich meine tolle Science Machine endlich bauen. Und weil ich weiß, dass ich insbesondere für die ersten Stufen relativ viel Gras und so brauche. Und Zweiglinge, werde ich die auch direkt mal gleich mitnehmen. Da ist der Gubbel wieder. Und vielleicht auch direkt mal ein bisschen Holz hacken hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm. Ja, dann schmeiß das Ding weg, komm. Hä? Das Spiel ist gerade abgestürzt. Ja. Dann starte ich das Spiel schnell neu und, dann sehen wir uns dann wieder.